Hey, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft E-Mobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin hier gerade in Österreich unterwegs und wir haben heute hier den Wasserwanderweg entlang gelaufen in der Steiermark und das passt irgendwie ganz gut. Wir kriegen hier eine ganze Menge Kommentare von euch im Moment, insbesondere Kommentare auf das Antwortvideo vom Steve zu Sarah Wagenknecht. Und in ganz vielen Kommentaren äußern sich viele von unseren Zuschauern zum Thema Wasserstoff und dass ganze Elektrotechnik, also das Elektroauto, kompletter Unsinn ist und man das doch viel lieber mit Wasserstoff machen sollte, das sei doch viel besser. Aus dem Grund dachte ich, da ich ja sowieso schon jetzt hier die ganze Zeit am Wasser entlang marschiere, melde ich mich mal kurz und sag mal kurz zu diesem Thema etwas. Denn ich glaube, da sind doch einige auf dem falschen Dampfer oder vielleicht ein bisschen falsch informiert oder haben schlicht einfach falsche Vorstellungen. Also, das Wasserstoffauto, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Wasserstoffauto statt Elektroauto, da muss man ja erstmal klipp und klar sagen, das Wasserstoffauto ist ein Elektroauto. Ja? Es hat einen kompletten und vollständigen elektrischen Antriebsstrang mit Batterie, mit Elektromotor bzw. Elektromotoren, mit Invertern, mit Batteriemanagement, mit allem, was man für ein Elektroauto auch braucht. Ja? Das Wasserstoffauto ist ein Elektroauto. Wasserstoff direkt verbrennen, das hat man früher gemacht. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Das heißt, heutige Wasserstoffautos sind eigentlich, wenn man so will, Elektrofahrzeuge, die den Energiespeicher Wasserstoff mit sich führen. Und dieser Wasserstoff, der wird dann gespeichert in einem Tank oder in mehreren Tanks am Fahrzeug. Und der muss ja auch erstmal hergestellt werden. Und man hat dann noch eine Brennstoffzelle an Bord und da gehen die Probleme halt schon los. Also wir halten mal ganz kurz fest, das Wasserstoffauto ist ein Elektroauto. Das Wasserstoffauto hat die gleichen Komponenten wie ein Elektroauto. Deswegen fährt es ja auch so schön, ja, ist ja gar keine Frage. Aber jetzt kommen die großen Abers. Ich brauche also zunächst mal aufwendig hergestellte Tanks. Die müssen nämlich nicht nur sicher sein, sondern die müssen auch extrem dicht sein. Der Wasserstoff ist ja das leichteste Element im Universum und verflüchtigt sich wahnsinnig gerne durch alle möglichen Materialien hindurch. Das heißt also, hier braucht man eine sehr aufwendige Tanktechnik, um den Wasserstoff überhaupt erstmal zu speichern. Das Ganze wird ja gespeichert in Hochdruck, nämlich mit je nach Fahrzeug zwischen 350 und 700 Bar. Das heißt, da könnt ihr euch also schon mal vorstellen, auf was man da eigentlich sitzt. Dann braucht man eine Brennstoffzelle. Und eine Brennstoffzelle, die fällt ja nun auch nicht gerade vom Himmel. Und in einer Brennstoffzelle wird ja der Wasserstoff in Strom umgewandelt. Als Abfallprodukt fällt dann eben Wasser an. Und diese Brennstoffzelle verwendet unter anderem Platin. Neuerdings auch Kobalt. Das heißt, auch eine Brennstoffzelle braucht Rohstoffe. Durchaus auch sensible und umstrittene Rohstoffe. Das Problem ist aber, dass sich bis heute die Brennstoffzellen im Laufe der Zeit sozusagen auflösen. Die einzelnen Stacks, also diese einzelnen Schichten in den Brennstoffzellen, gehen kaputt im Laufe der Zeit. Und die Rohstoffe des Platins zum Beispiel verflüchtigt sich auch in die Umwelt. Ja, schon mal blöd irgendwie. So, und wenn das alles nicht reichen würde, dann braucht man ja auch noch den Wasserstoff selbst. Und der Wasserstoff selbst muss hergestellt werden. Ich schnaufe hier so ein bisschen, weil ich hier gerade ganz schön steil bergauf muss. Und das passt eigentlich ganz gut, denn die Herstellung von Wasserstoff ist wahnsinnig energieaufwendig. Genauso wie dieses Rauflaufen hier von diesem Weg, der mich auch ganz schön aus der Puste bringt. Um also die gleiche Energiemenge zur Verfügung zu haben zum Fahren, muss man für ein Wasserstoffauto das Doppelte bis das Dreifache an Energie aufwenden. Das heißt, wer also immer sich in irgendeiner Art und Weise über die vielen Windkraftanlagen und die furchtbar vielen Solaranlagen aufregt, gleichzeitig aber für Wasserstoff plädiert, der sollte sich mal Gedanken darüber machen, dass man für die Wasserstoffmobilität im Pkw, natürlich auch letztlich bei allen anderen Fahrzeugen, Wasserstoff angetrieben werden, ein Vielfaches der Energie braucht, die man brauchen würde, um ein Elektroauto die gleiche Strecke weit fahren zu lassen. Ja, also fassen wir mal zusammen, das Wasserstoffauto ist ein E-Auto. Das Wasserstoffauto braucht alle Komponenten eines Elektroautos, übrigens inklusive der Batterie, als Pufferspeicher nämlich. Es gibt auch Wasserstoffautos als Plug-in-Hybride. Da hat man dann sogar eine relativ große Batterie drin, Ladegerät, also alles wie in einem Elektroauto. Das Wasserstoffauto braucht aufwendige Tanks. Das Wasserstoffauto braucht
eine Brennstoffzelle. Das Wasserstoffauto braucht den Wasserstoff, den es ja in Form von grünem Wasserstoff im Moment überhaupt nicht in den Mengen gibt. Dann brauche ich eine Tankstelleninfrastruktur. Und wenn ich mir vorstelle, so wie wir jetzt hier nach Österreich gefahren sind mit einem Elektroauto, konnten wir an den Ladestationen laden, die auf dem Weg waren. Wir haben im Hotel einmal geladen und wir können ganz problemlos dort laden, wo wir gerade sozusagen im Urlaub untergebracht sind. Wenn ich mit einem Brennstoffzellenauto unterwegs wäre, dann könnte ich diese Tour wahrscheinlich gar nicht machen, weil ich gar keine Brennstoffzellen, also gar keine Wasserstofftankmöglichkeit in der Nähe habe. Und den letzten Punkt, den ich da noch angesprochen haben möchte, ist, dass ich ein Elektroauto, weil ich es zu Hause laden kann, ja auch nutzen kann, um zum Beispiel meinen selbst produzierten Strom zu laden. Oder es kann netzdienlich eingesetzt werden, ne? Also um Überschussstrom zu laden oder auch im Mangel Strom an das Netz abzugeben. Das geht bei einem Brennstoffzellenauto nicht. Ne? Ich kann das nicht zu Hause tanken. Da bräuchte ich also eine Wahnsinnskompressorstation, um sowas irgendwie zu Hause zu machen. Will keiner zu Hause haben. Kannst du komplett vergessen. Gerade wenn ich so an Mehrfamilienhäuser oder sowas denke, völlig undenkbar. Steckdose zu legen, mit der ich im Prinzip mit einer besseren Steckdose, mit einer einfachen Wallbox relativ einfach Elektroautos, auch viele in der Tiefgarage laden kann, ist eigentlich kein Hexenwerk. Ja, man braucht ja in solchen Tiefgaragen zum Beispiel bei Mietern oder auf größeren Parkplätzen nicht überall Schnelllader mit 150 kW oder sowas in der Richtung. Also ganz ehrlich, wer der Meinung ist, Wasserstoff im Auto sei die bessere Technik, sollte sich diese Argumente wirklich in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen und mal überlegen, ob das denn wirklich so die tatsächlich bessere Technik ist. Wasserstoff als Energiespeicher selber ist an sich eine geniale Sache, denn an sich lässt sich der Wasserstoff ja mit Elektrolyse relativ einfach herstellen. Du kannst viel Energie auf kompaktem Raum speichern, aber zum Fahren in einem PKW halte ich das im Moment noch für kompletten Unfug. Dran forschen, naja, wenn es unbedingt sein muss, aber in der Breite wird sich das definitiv nicht durchsetzen. Ganz einfach, weil es viel komplexer, viel komplizierter, viel teurer, viel aufwendiger ist und viel weniger Mehrwert liefert. So, das soll es gewesen sein. Schöne Grüße aus Österreich. Ciao, ciao.